So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio. So, wir sind dabei, diese Dinger zu machen. Und wir brauchen noch das. Und da brauchen wir also Integrated Electronics und Solder und die Gilded Copper Wire. Die vergoldete Kupferkabel haben wir jetzt schon hier oben. Das heißt, wir brauchen jetzt noch diese anderen Komponenten und ich weiß, dass wir hier drüben, guck mal, hier haben wir eine wunderschöne Sache, wo wir das alles mit drauf haben. Und wenn wir das einfach hier rüberziehen können, dann ist natürlich alles geritzt. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen das. Das kommt also hier mit. Das kommt mal so und mal so. Okay, wir machen es hier rüben hin, weil da die Strommasten im Weg sind. Das wollen wir natürlich nicht so. So, hier werden wir jetzt ein bisschen einen längeren brauchen. Oder wir gehen hier runter. Das könnten wir natürlich auch machen. Ist fast besser, ne? Hier kommen wir auch besser durch. So. Wir nehmen hier trotzdem einen langen. Also einen blauen. Das war auch der letzte blaue. Sonst müssen wir wieder neu holen. So, das soll alles hier rüber zu den vergoldeten Kupferkabeln. So, Bimbelimbim. Weil die nämlich, kommt, die machen wir auf jeden Fall mal hier lang. So, und dann machen wir hier die Maschinen hin, die Dinger macht. So, das brauchen wir auch. Oh, das wird auch knapp. So, diesen jenen und dann kommen die hier runter und gehen hier durch und dann wird alles gut. Wobei, die müssen gar nicht runter, die können auch gleich hier durch, ne? Ist das irgendwie cooler. Also du machst das und du gibst das raus. Wir brauchen trotzdem solche Boards. Das sind die falschen. Wir brauchen die anderen Boards. Wo sind die anderen Boards? So, hier kommt wenig Kupferkabel an. Hier, guck mal, ach, guck mal, schau mal, wie schön. Das ist jetzt hier gestaut. Das staut sich jetzt alles. Das ist natürlich super. So. Da braucht er bestimmt auch die anderen. Dann nehmen wir doch auch noch welche mit. Wenn wir schon mal hier sind. Perfekt. Dann könnten wir wieder massig davon machen. Sehr gut. Ach, guck mal, wenn wir schon da sind, dann nehmen wir uns gleich noch hier die blauen Tunnel mit, ne? War heil, dann können die hier gleich wieder weitermachen und wieder bauen. Da brauchen wir ja immer. Der krallt sich ja da immer so viel Eisen weg. Da kommt ja keiner nach. So. So, du kannst eigentlich hier loslegen damit. Und das soll dann hier rüber. So, dann nehmen wir uns auch gleich die Tunnel. Ah, oh, schau mal. Perfekt. Und dann nehme ich hier so runter. Da, 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 da. Oh, falsche Richtung, sorry. So rum, bitte. Bitte nicht die Richtung ändern. Einfach so. So. Jetzt haben wir die Teile. Oder? Ja, würde schon sagen. Wir machen das hier so. Dann haben wir das hier und das da. Aha. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir die auf zu den Laboren kriegen. Wir brauchen einen Weg. Ich weiß hier, wenn die jetzt hier mit drauf fahren, das wäre doch nicht schlecht. Ich lasse die hier mit drauf fahren. Weil das geht auf jeden Fall bis dahin. Und dann muss ich die aber hier trennen.
Dann gehen die hier hoch, sollen hier rüber. Ja, und dann hier drauf. Oder so, warte mal, das hier kann ja weg. Das kann weg, das kann weg und das kann weg. Warte mal, ich will die, das ist doof, so ist doof. Nee, das ist doof. Das kann erstmal weg, weil das brauchen wir nicht. Hier haben wir ganz viel von denen. Hier, das brauche ich auch nicht. So. Hä? Ja, habe ich gemacht, oder? Ja. So, also, pass mal auf. Ja, hier bitte rechts rum nur diese. Lass mal kurz noch ein bisschen anders machen. So, nämlich. So, das bedeutet, erstmal gehst du hier lang. Und dann hier rüber. Ach, geil. Gut, dann gehst du halt hier rüber. So. Das heißt, du musst woanders hin. So. Und du musst hier hin. So. Kriegst du hier nochmal einen extra Strom. So, dann hätten wir hier wirklich alle von den Dingern, ne? Alle, die man hier benutzen kann. Reicht ja dann auch wirklich, also. So, das heißt, die müssen hier mit drauf. Ja, das ist ja das kleinste Problem. So, das heißt, wir müssen hier nur einmal ein. Ich würde das fast sogar hier machen. Also dadurch. Das reicht nicht ganz. Und hier durch bis. Hörst du auf. Bis genau hier hin. So, und du. Ist ein Tunnel. Ne? Moment. Sollst jetzt aber nicht die Teile hier drauf machen. So war es nicht geplant. So. So. Aber hier rüber. Aber das hier lang. Und dann sind wir doch hier schon. So, von dem haben wir ja wirklich jetzt massig. Herrlich! Jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, nichtsdestotrotz kommt hier irgendwie irgendwas immer noch zu wenig. Diese blöden Roten. Ja, aber die schaffen hier schon. Und die schaffen sehr langsam. Oh, 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 ich habe es gerade gedacht. Es gibt wieder ein Problem mit dem Strom. Und das sieht wieder nach einem massiven Problem aus. Wir gucken mal, woran es wieder liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier dran liegt. Hier sind nämlich keine blauen. Das bedeutet, da klemmt's. Hier klemmt's irgendwo. Jetzt sind hier Millionen blaue. Warum? Okay, es fehlt das. Siehst du? Ich hab's mir gedacht. Wieso fehlt da jetzt diese Dinger? Kein Crystal Powder. Das kommt ja auch eigentlich von hier oben. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Haben wir noch zufällig Titanium da? Dann würde ich nämlich mal hier bessere Kisten hinmachen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber auf jeden Fall kommt jetzt hier wieder das hier an. Und das ist so schnell weg. Diese Teile sind so schnell weg, dass hier Nee, das bringt mir ja nichts. Die müssen ja hier. Das bringt ja nichts, dass ich die wegmache. Ich depp.
Das geht so schnell, dass hier keine von diesen Shards mehr sind. So. Ja. Und deswegen haben wir keine Kohle mehr. Deswegen haben wir kein. Also wir haben erstmal deswegen kein Holz mehr und dann haben wir keine Kohle mehr. Das heißt, ich muss da oben erstmal wieder umstellen auf die normalen. Ne, seht ihr? Es war so klar. Auf die normalen hier. Danke. So, das heißt, du bitte. Das machen. Und du bitte das machen. Nein, Quatsch mit Soße. Du machst natürlich das. Das. So, und das müssen wir auch noch ändern. Bitte nur die hier. So. 10 haben wir schon. Wow. Ja, das muss jetzt wieder anlaufen. Das ist sehr ärgerlich. Und das passiert immer, immer wieder. Es passiert mir immer, immer wieder, weil es diese Charts ausgehen. Das ist noch nicht, das ist wirklich nicht gut. Es muss irgendwie anders gehen. Es muss irgendwie anders gehen. Das Problem ist nur jetzt die Produktion der der Kohle. Das einzige Problem ist die Production of the Kohle. Ich habe hier noch Zeug, das können wir ja mal ein bisschen verheizen. Nicht, dass das irgendwas bringt. Ups, falsch. Aber was soll's? Ich brauche noch Kohle, ich habe auch noch so Dinger. Mach mal. Kaum kommt Kohle, kommt hier auch wieder was. Aber das reicht natürlich noch nicht. Es ist noch viel zu wenig. Ich muss diese Produktion von diesen Charts irgendwie sicherstellen, dass das wirklich immer läuft. Wir lassen das jetzt mal oben laufen. Das müsste jetzt wieder ja langsam, aber sicher besser werden. Aber diese blöden Dinger hier, das ist halt echt, wenn da eine Komponente irgendwie fehlt oder wenn da irgendwie aus irgendeinem anderen Grund der Wurm drin ist, der ja hier drin ist. Ne? Also hier ist ja der Wurm drin. Tun mal die auch noch verbessern. Und hier verstehe nicht, warum hier die blauen fehlen. Die gehen genauso lange. Es ist genau dasselbe, aber irgendwie geht's nicht. So, hier kommen jetzt wieder so Teile an. Crystal Grindstone haben wir da. Die Teile laufen. Sobald da halt irgendwas stockt, sobald da irgendwas stockt, und ich kann es nicht genau nachvollziehen, warum da es zu Stockungen kommt. Gut, die blauen, die werden halt jetzt auch hier nach unten getragen. Das ist das, warum es nicht genug blaue gibt. Aber warum die überhaupt hier mehr weggenutzt werden, die blauen, wie die anderen Farben, das ist für mich völlig unverständlich, weil das beides, beziehungsweise alle drei, sind gleich. Ne? Oder? Ach nee, die bei dem. Nee, stimmt nicht. Die blauen produziere ich ja. Die brauche ich ja für meine Module, für meine Speed-Module. Deswegen. Aha. Ich kann die aber nicht mehr produzieren. Die anderen muss ich verbrauchen. Ich müsste die anderen zu irgendwas verbrauchen. Kann ich die nicht zufällig zu, weiß ich nicht was?
Kann ich die nicht... zu Crystal Powder machen? Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Haha, das ist doch die Idee. Wenn wir die hier, wo hier zu viel sind, sozusagen hier rüberholen. Also sind das überhaupt die? Warte mal. Die Polished Green Crystal. Kann ich, sind das die? Nee, das sind die nicht, ne? Sind die Cut Green und die Polished? Siehst du, die kann ich nämlich dazu nicht machen. Ich muss die vorigen holen. Bevor die überhaupt hier ankommen, muss ich die mir hier holen. Oh, ist das blöd. Da muss ich mal überlegen. Die müssen vorher also getrennt werden. Damit ich die hier noch zu dem Crystal Powder machen kann. Wie sieht's aus? Es läuft wieder an. Das ist wichtig. So, das heißt... die grünen und die roten. Ich mach mal dich hier mal eben weg. Hier soll rot hin. Und dann würde ich die hier vorne schon mal trennen wollen. Also einmal hier und einmal da. Links um die wo sind die denn die Splitter, die müssen ja schön bunt sein hier. Das sind jetzt die Cut Red und hier haben wir links die Cut Green. So. So, das hier müsste weg. Wieso geht der... Nee, das sind nicht die Cut. Was kommt denn hier raus? Quatsch mit Soße. Nee, das sind ja die falschen. Die hier vorne müssen das. Hier vorne muss das weg. So, das bedeutet hier... muss trotzdem wieder der rote hin. Oh. Rechts, nee, links. Cut Red. Hier werden die ja erst polished, oder? Ne, hier sind die jetzt polished. Jetzt blicke ich es gar nicht mehr. Hier sollen die polisheden lang. Die roten bitte hier rüber. Die grünen bitte hier rein. So, jetzt. Wo ist jetzt hier? Hier kommen doch die polished raus. Und hier sind es die, die gecutteten. Das heißt, die hier. Die hier könnte ich verarbeiten. Ne? Das müssten, dürfen dann nicht mehr werden. So ist der Plan. Eieiei. Mache ich hier einen Blödsinn? Also. Ist jetzt die Frage. Ich würde die vorher gerne einfach trennen. So dass die Hälfte hier lang läuft und die andere Hälfte... sozusagen in den Cutter. So, das heißt, ich trenne die einmal so. Da wird alles einmal getrennt. Dann haben wir hier rechts rum einmal den Cut Blue. Nee, den Cut Blue auf gar keinen Fall. Nee, den Cut Rot. Und einmal rechts rum den Cut Green. Der Rest läuft wieder hierhin zurück. So, jetzt machen wir mal hier vorne das Zeug weg. Dann müsste da das ankommen. Die Hälfte davon müsste hier ankommen. So. Ups, nee, das nicht. So. Sehr schön. So, jetzt machen wir das alles mal noch auf eine Bahn. So. Nee, so nicht. Moment. Ach, Gott, stimmt.
So. Bitteschön. Jetzt habe ich wieder das Zeug aufgenommen, ne? Ja. So. Wieso ist jetzt hier auch noch ein roter? Das geht nicht. Das will ich nicht. So. Rot und hier noch ein grüner. Hammer's dann. So, hier staut sich's jetzt. Weil. Wieso staut sich das? Wieso hat sich das jetzt bei dem Roten gestaut? Hm. Die Grünen dürfen ja weiterlaufen. Hier. War da irgendwas komisch? War da irgendwas falsch? Ja, natürlich war was falsch hier. Eieieiei. Lumpi, lumpi, lumpi. Für die Blauen, da kommt gar nichts mehr an. Ah, und deswegen ist das auch so. Weil die Grindstones werden hier vorher weggenommen. Jetzt verstehe ich. Moment. So. Ne? Deswegen ist das auch. Deswegen ist das auch so unterschiedlich. So, jetzt müssten eigentlich alle drei gleich viel kriegen. So. Hier staut sich jetzt, weil die nicht weggedingst werden. Das ist aber nicht schlimm, weil dann fließen die hier einfach weiter. So, jetzt wollte ich trotzdem nochmal gucken. Was brauchen wir denn da jetzt? Einen Ore-Powderizer. Beziehungsweise zwei. Ich glaube, das Ding war hier, ne? Genau. Stahlträger und nochmal Stahl. Holen wir uns hier. Ne, das ist gar kein Stahl. Entschuldigung. Holen wir uns da hinten? Ne, das ist auch kein Stahl. Holen wir uns. Hier ist nirgends Stahl. Da ist Stahl. Ja. So, noch einen. Delelem dem dem. So, ich will das ja nur machen, damit erstens mal das hier da ist. Ne? Aber das ist halt so eine Riesenkette, da hängt halt so viel hinten dran an dem Ding. Muss ich das jetzt wieder einzeln einstellen oder kann ich dem einfach, ja, ich muss es einzeln einstellen, okay. Es hängt halt so viel an der Produktionskette dran. Das ist echt verrückt. Also deswegen, da kann so viel schief gehen. Und das ist halt das Problem dabei. Das ist halt das Problem dabei. So, dann haut ihr das bitte hier raus. Du machst bitte. Guck mal, das geht auch. Cut Green Splinter. Cut Green Crystal Shard. Ach so. Nee, das ist aber der hier, ne? Ja. Und das ist der hier. So. Und dann macht ihr das bitte hier hin. So, und das kommt hier hin. So. So. Jetzt, achso, wir brauchen ja noch. Ach, ich vergaß wieder diese Drills. Natürlich. Aber kein Problem. Mining Drills. Der braucht nur Schmiermittel. Nee, so doch nicht. Quatsch, mit Soße. Das hier braucht trotzdem Schmiermittel. So, du haust dann die hier raus. Wie machen wir das am dümmsten? Hier ist halt wenig Platz, ne? Hier raus, hier rein. Geht das?
hier nicht, ne? Ach, wir sind da wieder sehr auf Platz angewiesen. Muss das mal leider wegmachen. So, das heißt, doch du baust das hier rein. So und so. Der, ja, wir müssen, ich muss jetzt mal gucken. So und so. Wir müssen es irgendwie jetzt hinkriegen, das geht schon. Also hier soll das Zeug kommen. Das muss halt ein Rundkurs sein, ne? Irgendwie. Ich baue jetzt einfach mal. Hier muss der ja lang. Dann muss er hier lang. Der will das auch haben. Und da, ich will, dass er hier durchfließt. Der will das auch haben. Von da. Dann haben wir das hier schon im Weg. Ich meine, der kann ja auch ein bisschen weiter weg. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Der kann ja hier hin. Und da seine Mining Drills machen. So. Nimmst du sie hier rein, machst du sie hier raus, ne? So, das heißt, genau, hier lang. Ja, das geht ja schon mal hier dich. Uno momento. So. Nee, so. So, hier lang. Warte, warte. Das wird jetzt hier ein Experiment sondersgleichen. So. Du pickst ab hier und droppst. Nee, warte. Ach nee, du pickst ab hier und droppst da. Der holt, der nimmt das ja, will das ja rausmachen. Hier. Hier haben wir da Platz. Kommen wir da durch? Tatsächlich. So, also hier sollte er lang fahren. Hier lang. Hier runter, da lang. So, zack, zack. Hier durch. Und hier rüber. Und hier lang. Und nochmal hier durch. Und hier rüber. Hallo, hä? Das ist mal Tetris. So, du nimmst. Ne, die fertigen, genau, die ziehst, die holst du hier, gibst du ihm hier raus. Das hier. Ja, ich muss die aber. Ja, das geht ja nicht so. Das geht so ja nicht. Wir müssen ja filtern. Das müssen ja filternde sein. Oh Mann. Das sieht aus hier, ne? Das sieht aus. Wie sieht's denn mit unserem Strom aus? Er läuft wieder. Gott sei Dank. Wir können ja mal gucken kurz. Hier unten war doch irgendwo. Nee, nicht Base Mineralöl, sondern Schmiermittel. So weit weg ist das ja nicht. Crystal Slurry. Hatte ich hier nicht irgendwo Schmiermittel? Also, ich habe doch hier auf jeden Fall irgendwo Schmiermittel gebraucht. Schmiermittel. Genau, das geht aber nicht weiter hoch, ne? Nee. Dann machen wir das mal eben kurz weiter hoch. Und zwar hier. Gucken wir mal. Naja, da kommen wir doch lang. Hier nicht. So. Da sind wir doch schon. Ungefähr hier. Oder? Das reicht sogar bis hier rüber. Ja, das hat es genau gepasst wieder. Super. Super. So, und von den Teilen muss ich auch noch ein paar machen. Was braucht es denn dafür? Ach, da brauche ich erstmal wieder kurz eine Maschine. Das ist ja easy. Wenn es sein muss, bauen wir halt hier kurz so eine Maschine hin, die das macht, weil ich selber darf es nicht. Und die brauchen ein bisschen Stahl. Und ein bisschen Strom. Wie viel macht die denn dann so? Na, pro Stahl 1. Das langt ja dann auch locker. Oder jetzt einfach mal hier schaffen. Diese 20 oder was waren das? Ja, war sogar mehr.
29. Danke, dann nehme ich das wieder mit. So. Ja. Dann machen wir die hier rein. Ne? Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Also, ich gucke jetzt nochmal. Da fehlt doch bestimmt noch was. Du gibst den da rein. Und dann holst du den da raus. Das ist okay, das geht dahin. Das geht dahin. So, du holst dir hier die Splinter. Die Splitter. Und da kommen sie hin. Nee, was? Du holst dir doch da nichts. Moment. Das muss andersrum sein. So. Du droppst das hier und pickst das hier ab. Du gibst das raus und du holst dir hier. Der muss auch andersrum. Oder? Pick up. So, jetzt nochmal gucken. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Das hier so. Bin ja mal gespannt. Ob jetzt meine Konstruktion so funktioniert. Und dann bin ich auch zufrieden und dann ist auch die Folge zu Ende. Also jetzt schauen wir mal beim ersten. Der nimmt sich jetzt hier die Dinger rein. Der macht das und legt. Nee, der, ach genau. Das war ja das Problem. Stop it, stop it, stop it. Genau. Wir wollten ja hier filternde Greifarme. Der da. Warte mal. Das ist der. Der die. Genau, der gibt die. Du gibst die. Used Mining Drills raus. So, und du gibst das. Das Zeug raus halt. Eieieiei. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Da. Das Crystal Powder raus. So, und hier ist es genauso. Beziehungsweise nicht ganz. Du gibst das Crystal Powder raus und du gibst den Mining Drill raus. So. Und jetzt muss ich halt hier nochmal aufsammeln. Ne? So, trotzdem steht alles. Weil wir keinen rein kriegen. Aha. Wo sind denn die Dinger? Hier kommen jetzt auch noch welche an. Hab ich gerade gesehen. Da ist noch einer. Sind das so wenige? Ich hatte doch 20 von den Teilen. Wo sind die denn jetzt hin? Ach, die habe ich wieder aufgesammelt? Nee, ich habe nur 2 Stück. Also bescheuert. Used und nicht used. Wisst ihr was? Die Folge geht mir jetzt schon viel zu lange wieder. Ich weiß es nicht. Warum wir da zu wenig haben. Ich hatte eigentlich 29 von den Teilen und irgendwie das anscheinend nicht ausgereicht. Aber das sehen wir uns beim nächsten Mal an, ne Leute? Macht's gut. Bis dann.